müssen unsere Freizeit wieder viel sinnvoller verbringen. Wir müssen unseren Kindern so wieder hinten das Fliegenfischen lernen. Also ich wünsche mir, dass man auch in 20 Jahren oder in 30 Jahren ein gesundes Ökosystem erleben kann und dass man mit seinen Kindern fischen gehen kann. Und hoffentlich auch die Kinder der Kinder.